glaub's gar nicht. Boah, ich habe so einen Lippenstift drauf, der stinkt voll. Ich habe das Spiel endlich auf die Reihe gebracht. Genau, das war Deutsch. Nee, endlich funktioniert hier alles. Mir hat's nämlich wegen irgendwelchen Mods die Babys immer gelöscht. Und ich musste jetzt einfach jede Familie neu bearbeiten, weil es mir die ganzen Kleinkinder einfach alles rausgelöscht hat. Und auch alle Sims, die schwanger waren, sind nicht mehr schwanger. Also pure Katastrophe. Ich war so ein bisschen am Verzweifeln. Deshalb ist letzte Woche auch die Folge ausgefallen, weil ich hab's nicht hinbekommen. Hier ist unser Baby, die Alva Galaxy. Sie heißt Alva. Ja, das ist ihr Zimmer. Das haben wir zusammen eingerichtet in dem Säuglinge-Video, was ich gemacht habe. Aus purer Verzweiflung wenigstens irgendein Video gemacht. ja, wir haben irgendwie, nachdem ich 2 Sekunden hier drin war, eine Marotte enthüllt. Häufiges Niesen. Alva niest häufig für einen Säugling. Säuglinge mit der Marotte häufiges Niesen säubern ihre kleinen Nasen häufiger von Partikeln und Keimen. Das ist absolut normal und gesund. Alle Säuglinge sind unterschiedlich und besitzen eine Kombination aus 3 Säuglingsmarotten, die mit der Zeit entdeckt werden können. Besuche den Abschnitt Merkmale der Symmologie-Leiste, um mehr über die neue Marotte von Alva herauszufinden. Ja, ich habe noch absolut keinen Plan von diesem ganzen Gedöns. Wir haben jetzt hier auch irgendwie häufiges Niesen. Also sie ist zappelig. Diese Sims sind ständig in Aktion und möchten spielen und sich bewegen. Sie haben jedoch häufig Einschlaf- und Konzentrationsprobleme. Und sie niest ständig. Das ist so süß. Arm ausstrecken lernen, Kopf heben lernen. Mhm. Die Welt ist mit dem allerersten Lächeln von Alva ein Stück heller geworden. Oh Gott, wie. Gurren lernen. Was ist Gurren? Wie so eine Taube. Das Bedürfnis Spaß ist gesperrt, wenn sich Säuglinge nicht alleine bewegen können. Durch Abschluss des Meilensteins Hinsetzen erlangen Säuglinge die Fähigkeit zu rutschen. Okay, interessant. Alva in die Rückentrage setzen. Bauchzeit anprusten. Komm, wir machen hier jetzt mal irgendwas mit unserem Baby. Ach so, genau. Man kann hier Fütterpräferenz. Sie mag es, gestillt zu werden. Smalltalk. Mit Alva reden. Zuwendung. Trösten. Aha. Kuckuck spielen. Was willst du hier eigentlich, Woman? Lass mein Baby! Glaub es hat. Woman. No, no. Okay, warte. Verantwortlichkeiten mit Kinderbetreuung aufhören. Lass mein Kind in Ruhe. Ich glaube, es hackt. Nimm dir einfach mein Kind. Während wir hier mit ihr beschäftigt sind, ich stillen. Wir können sie mal stillen. Und aufs Klo muss sie auch. Aber dann mach in die Windel. Aber Achtung, eine volle Windel kann ein großes Chaos verursachen. Aber wir können ihr ja auch gar nicht beibringen, dahin zu gehen, oder? Weil das ist ja ein Baby. Level 3, ach so, genau. Ihn gibt's ja auch noch. Wir haben ja noch einen Mann. Huch. Zieh mal bitte dein Alltagsoutfit an oder dein warmes Wetteroutfit. Und für ihn habe ich auch noch etwas geplant. Bücher kaufen. Fähigkeit. Wir könnten Archäologiebücher kaufen, denn er interessiert sich ja dafür und deshalb soll er jetzt einfach mal, um Gottes Willen, Band 2, Band 1 lesen. Das soll er machen. Und wir haben hier Baby Time, zusammen Bauchzeit verbringen. Bauchzeit. Oh, das ist Bauchzeit. Zeit zu zappeln. Alva ist ganz zappelig. Sie muss sich bewegen. Süß. Wir brauchen da auch mal wieder einen neuen Job. Wir nehmen das für 540 Ratgeber für Unternehmensgründer. Oh nein, warum bist du traurig? Ruhezeit. Kleinkinder müssen regelmäßig Nickerchen halten. Alva ist zu lange wach und wird quengelig. Bring sie besser ins Bett. Wir haben ja überhaupt ein Bett. Ich habe gar kein Bett für...
Wait. Ich brauche eine kleine Bett. Kinder, ein Bett. Und zwar sowas hier in rosa. Ja. So, da kommt sie rein. Aber ins Bett bringen. So. Gute Nacht, du Süße. Das hat wirklich super funktioniert. In die Haie gehen. Girl. Windel benutzen. Liebesbeweise. Alva spürt manchmal warme Zuwendung. Das fühlt sich gut an, wenn das doch noch häufiger vorkäme. Windel benutzen. Ja, ja, mach schön in die Windel. Ab geht die Post. In die Haie gehen. Komm. Oh Gott, was ist denn ein Problem hier? Wir müssen selber aufs Klo. Was willst du von mir, Baby? Ich check die nicht. Schläfrig. Ja, geh doch schlafen. Gute Nachtgeschichte erzähl, Baby. Ich weiß nicht, was du von mir willst. Der hat keinen Bock drauf. Hilfe. Ich bin eine schlechte Mutter. Die heult voll. Ich weiß nicht. Oh, Baby. Oh, sie ist eingeschlafen. Aufbruch ins Land der Träume. Dank einer gut erzählten Gute-Nacht-Geschichte ist Alva selig eingeschlafen. Och, endlich. Okay, dann soll sie ein bisschen schlafen und wir können jetzt einmal endlich auf die Toilette gehen. Mama Mia, das war ja hier. Da muss ich noch automatische Lichter, alle Lichter. So, dann ist es auch schön dunkel, wenn sie schläft. Wenn sie überhaupt dunkel möchte. Nachher weint sie. Und können wir da dann Windel wechseln? Ja, da können wir dann die Windel wechseln. Braucht Hilfe. Bei was denn? Hey! Ein wenig alleine gelassen. Vielleicht kann ein kleiner Aufstand helfen. Girl, ich weiß doch nicht. Ich bin neue Mutter. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Okay, gut. Er soll einfach mal sein Buch weiterlesen. Erstes Oh, selbst junge Erwachsene haben erstes Techtelmechtel. Erste Beförderung. Baby bekommen, verliebt, geheiratet, bester Freund erreicht. Ui, cool. Erste Beförderung, Baby bekommen, Job gefunden, makelloser Ruf aufgebaut, beste Freunde, romantische Beziehung beendet, geheiratet, verliebt. Okay, wir können, solange das Baby schläft, soll sich hier mal Karriere... Nee, Freelance mit Kunden chatten. Das muss sie ja machen. Dann soll sie da. Oh, the baby ist auferstanden. Geh das Baby stillen. Okay, er soll doch weiterlesen. So, Baby stillen. Komm, do your thing. Jo, die Geräusche. Ein bisschen zu realistisch hier. Wach und glücklich. Er war ist glücklich aufgewacht. Süß. Das ist doch süß. Sie ist immer noch etwas müde. Wir können hier Windel wechseln und dann Alva schlafen legen. Oh, Bäuerchen hat sie gemacht. Süß. Level 2 der Archäologie-Fähigkeit. Das ist sehr toll. Windel wechseln. Warum war das ein Pferd? Hä? Oh Gott, wie süß. Hä, sie hat da so ein... Oh. Fasziniert. Alva lächelt und kichert ständig und kann nicht aufhören, wenn Macy in der Nähe ist. Was für eine erstaunliche Bindung. Oh, wie süß. Ich kann nicht mehr. Oh, Gesundheit. Wie süß. Wie süß. Oh, ich kann nicht mehr. Also, mit Kunden chatten müssen wir machen. Und er liest Sachen über seine Archäologie-Gedöns. Übernachtungsbesuch. What? Organisiere einen Übernachtungsbesuch in deinem Haushalt. Übernachtungsbesuche können mehrere Tage dauern, während andere Ereignisse stattfinden und ermöglichen es, Gäste mit deinem Haushalt zu verreisen. Stelle nur sicher, dass du genügend Schlafplatz für alle vorhanden ist.
What? Oh, wie cool. Oh, das ist ja voll cool für die Kinder. Ich meine, wie oft habe ich als Kind einfach bei meiner besten Freundin gepennt? Einfach öfters als daheim. Geh schlafen. Schlaf. Ui. Frischer Po. Oh, okay. Super duper. Er liest hier fleißig und sie schreibt mit den Kunden. Motivationsbuch schreiben, wenn selbstsicher. Wie werden wir selbstsicher? Vielleicht, wenn wir uns sich selbst motivieren. Selbstsicher, ich bin ein absolutes Brain. Buch schreiben. Motivationsbuch. Die Rätsel des Gefallens, das ist ein Buch über Selbstsicherheit. Ja, okay. Ja, Macy ist kein glücklicher Single mehr. Sie ist ja auch schon längst verheiratet, soweit ich weiß, ne? Wait. Ich find's halt so toll, dass einfach da jetzt auch dieses, ob die kompatibel sind oder nicht, das finde ich irgendwie mega toll. Sehr gut kompatibel. Diese Sims passen wie Topf und Decke zusammen. Basierend auf ihren Präferenzen besitzen sie die höchste Kompatibilität. Eine starke Beziehung zwischen diesen beiden Sims aufzubauen erfordert bei weitem weniger Mühe. Sehr süß. Eng. Familienmitglieder mit einer engen Familie stehen sich nah und haben eine sehr starke Bindung. Diese Sims fühlen sich zueinander hingezogen und entwickeln leicht starke positive Gefühle, wenn sie Zeit zusammen verbringen. Bei sozialen Kontakten tauschen sie häufiger tiefgründige Gedanken miteinander aus. Das ist so süß. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Das ist so süß. Was ist hier los? Unverschämter Kunde. Hey, ei, ei. Okay, gut, dann geh mal bitte schlafen, ne? So, du hast auch mal genug gelesen hier. Julio Milam wurde adoptiert, okay. Na, Pupsi? Pupsi Schmupsi? Sich selbst tarnen. So, genau. So sieht sie als Mensch aus. Sie ist ja ein Alien. Wie die Mutter, so die Tochter. Oh nein, das wollte ich nicht. Alva fragt sich, ob überhaupt jemand zuhört. Ihre Schreie blieben komplett unbeantwortet. Rückentrage? Wow. Oh mein Gott. Weiß mit rosafarbenen Akzenten, bitte. Oh Gott. Du, in die Haia gehen, ja, ja, der geht's gut. Die schlafen noch so lang? Ist ja halt auch mitten in der Nacht wach, ne? Ja, ja, der geht's gut. So, komm. Er soll sich mal um das Baby kümmern. Und zwar soll er erstmal ihre Windeln wechseln, denn sie hat wieder in die Hose gemacht. In die Windel gemacht. Ne? Oh. Was? Meilenstein auf Betreuungsperson Pieseln freigeschaltet. In Deckung. Alva hat beim Windelwechseln versehentlich gepieselt. Es ist nicht ausgeschlossen, dass dies noch einmal passiert, aber fürs Erste wäre Duschen vielleicht eine gute Idee. Upsi. Sie hat Hunger. Oh. Süß. Ihr Job ist wirklich toll. Erziehungslevel 1. Super duper. Ja, sie hat jetzt dasselbe auch mit ihrem Dad. Spielzeug ansehen und dann in die Haia gehen. Das machst du? Das machst du schon hier. Oh, Meilenstein. Gurren. O-A. Alva kann zwar noch nicht sprechen, aber Gurrlaute sind ein großartiger Schritt auf dem Gebiet der verbalen Kommunikation. Lass sie mit anderen Sims oder Stofftieren Kontakt aufnehmen, um mehr zu üben. Cute. What? Geh schlafen. Nicht weinen. Schlafen. Schlafen, nicht weinen. Habe ich gesagt. Oh Gott, diese ganzen Teppiche machen mich kirre. So. Gut, dann soll sie doch mal... Oh, I'm crying. Sich zu beruhigen versuchen. Komm, ich will ja arbeiten. Oh. Nein, jetzt ist es weg. Läuft bei mir. Bindungsängste? Was für Bindungsängste? Also, ich wollte etwas tun. Da.
Was macht ihr da? Okay. Ja gut, dann setzt das mal fort. Oh. Meilenstein, Hand nach etwas Ausstrecken freigeschaltet. Was ist denn das? Alva hat begonnen, ihre kleinen Ärmchen nach Objekten in der Nähe auszustrecken. Da sie jetzt um Spielsachen bitten und mit Spielzeug auf der Spielmatte spielen kann, kann sie den geschickten Einsatz ihrer Finger perfektionieren. Gut, gute Sache. Was geht denn hier ab? Warum sind hier Flaschen? Und dann machen wir hier mal... Boah, wie kriege ich das hin, dass die ihre Kinder mitnehmen? Wie kriege ich da wie Dingsi-Bumsi? Ich will nämlich eigentlich, dass meine Kinder deren Kinder kennenlernen. Aber vielleicht ist das zu früh. Versammlung starten. Ich schau mal. Vielleicht wird es ja auch einfach nur ein Mädelstag ohne Kinder. Oder wir bringen unser Kind mit. Es wäre eigentlich ganz cool, wenn die ihre Babys mitnehmen würden. Ich habe so ein Erholungszentrum da platziert. Hoppala. Hilfe. Ja, okay. Ich wollte eigentlich Babypflege in die Rückentrage. Unbekannter Anrufer. Wie wäre es, wenn ich mich ein paar Tage bei dir einnisten würde? Bitte lass mich in Ruhe. What the fuck? Verbrennt sie nicht? Wahrscheinlich nicht, weil es bewölkt ist. Können wir sie bitte in die Rückentrage machen? Oh! Oh, war cool! Oh mein Gott! I love it. Wo sind unsere Friends? Sie sind einfach... Ich lieb's. Also eigentlich war mein Plan, dass die ihre Kinder mitnehmen. Und ja... Das hat jetzt nicht so ganz geklappt, aber guckt mal, was ich hier alles platziert habe. Das ist richtig toll hier. Ich wollte eigentlich Baumhaus, Natur betrachten. Toll, 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 toll. Hä, ist jetzt nur Danielle da oder wie? Oh. Da sind die. Komm, wir vorstellen an... Alva. Wir stellen Alva mal vor. Komm, let's go. Warum bleibt sie immer stehen? Sie ist sehr wütend, warum auch immer. So, über Entwicklung des Babys austauschen. Wir stellen Alva jetzt einfach mal vor. Hochzeitsgeschichte erzählen. Über neuestes Buch reden. Ja. Ja gut, okay, wenn... Nein, what is going on? Oh, sie ist müde, sie ist müde. Wir können ja, können wir in die Haia gehen? Können wir schlafen, bitte? In der Liege schlafen? Okay, es hat ja hier nicht so gut funktioniert. Sängerin, gut kompatibel. Oh Gott, Hilfe. Was passiert denn hier? Aber geh bitte schlafen. Ja, ich weiß. Oh Gottchen. Och Gottchen, beruhigt sich selbst. Alva wird oft versuchen, sich selbst zu beruhigen. Säuglinge mit der Marotte beruhigen sich selbst, neigen eher dazu, ihre kleinen Finger und Zehen in den Mund zu stecken, um sich zu beruhigen, wenn sie traurig oder wütend sind und weinen. Sie beruhigen sich auch selbst, um einzuschlafen. Alle Säuglinge, ja, okay, beruhigt sich selbst. Die Arme. Die Arme. Ungemütlich nass. Och, das arme Baby. In die Haia gehen. Komm, schlaf ein, schlaf ein. Hallo Schätzchen, wir kommen vorbei, den kleinen Fratz zu besuchen und zu helfen, wo wir können. Okay. Sie hat Hunger. Wir können sie ja auch stillen. Das können wir hier bestimmt machen. Yay. Wird ja wohl niemand was dagegen haben. Okay, das war ein bisschen fail. Ich dachte, wir können unsere Kinder... Aber wir könnten ja dann eigentlich irgendwann, wenn wir... Kleinkinder haben hierher. Oder wir könnten ja auch einfach unsere Freunde daheim besuchen, damit die Kleinkinder da so ein bisschen spielen miteinander. Weil ich hätte das eigentlich gern, dass die alle so richtig close werden. Die ganzen Kinder. Dass die sich alle kennenlernen. Weil die Kinder müssen ja auch heiraten sich so einander, so gegenseitig, ne? Es ist gerade mal ein Baby und wir denken schon an die Hochzeit. No.
Da wir so eng befreundet sind, habe ich mir gedacht, dass wir auch unter einem Dach wohnen könnten. Sollen wir zusammenziehen? Ich denke, das ist keine gute Idee, Ophelia, aber danke. Komm, geh nach Hause, Baby. Geh nach Hause. So, ich würde sagen, wir beenden die Versammlung. Wir können ja trotzdem noch ein bisschen quatschen. Außerdem sind jetzt alle mit Danielle schrecklich inkompatibel. Weil die Vampire sind ja schon so etwas böse und so und eigentlich mögen die das gar nicht. Deshalb ist es umso wichtiger, dass die Kinder sich vereinen mit den Vampiren, dass die Familien nicht auseinander driften und das Ganze in einem Unglück, ich habe keine Ahnung mehr, was ich sagen wollte, zusammenziehen, nein, danke. Weil sie es abgelehnt hat, mit ihr unter einem Dach zu wohnen. Ja, sag mal. Okay, wir gehen nach Hause. Aber ich finde das voll cool, wenn die Kinder dann so beieinander übernachten können. Das ist doch richtig toll, oder nicht? Komm, nach Hause. Ich will nichts mehr hören. Aber das ist cool. Also es hat ja nicht so funktioniert mit dem Erholungszentrum. Was passiert hier? Was? Was ist hier los? Übernachtungsgast? Ihre Eltern sind zum Übernachten gekommen. Die haben sogar so Taschen mit dabei. Ich kann nicht mehr. Ach du meine Güte. Okay. Okay. So. Aber hier schlafen liegen. Ach du heilige Makrele. Also das ist ja mal wirklich... das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ja. Ich kann nicht mehr. Ja, sag zu. Ich glaub's nicht. Willkommen, Fabian. Ach du Heilige. Also, wow. Ich will wieder hoch. Ach Gottchen, in den Schlaf wiegen. Gute Nacht, Kuss. Ja, sie schläft endlich. Oh Gott. Wie die sich jetzt so das Haus anschauen. Willkommen, Moonstone. Okay. Willkommen, Felix. Ach du Heilige. Koffer öffnen. Das ist lustig. Das ist so süß. Wirklich, ich kann nicht mehr. Aber wir haben nicht so viele Betten. Oh mein Gott. Ich verkaufe jetzt diese blöden Teppiche, weil ich hier ständig hängen bleibe. Die spielen da jetzt. Marcel. Fabian. Wer sind die denn für sie? Bruder. Marcel, Felix und Fabian sind alles ihre Brüder. Vater und Mutter. Ja, gut, okay. Wie lange habt ihr vor zu bleiben? Oh mein Gott, die ganze Woche? Was zur Hölle? Nein. Ach du heilige Makrele. Ja. Ach du meine Güte, das ist ja... Oha, hä, das ist so cool. Ich finde das so toll. Ey, die sind ja richtig gut miteinander. Oh Gott. Neue Familiendynamik, fürsorglich. Einige ältere Sims neigen dazu, jüngere Familienmitglieder Rückendeckung und emotionale Unterstützung zu geben. Die älteren Sims können als gute Vorbilder dienen und ihre Lebenserfahrung nutzen, um jüngere Sims den Weg durchs Leben zu weisen. In letzter Zeit macht es den Eindruck, als ob Macy und Moonstone diese Art von Beziehung führen wollen. Wenn Familienmitglieder eine fürsorgliche Familiendynamik besitzen, bringen sie beide Sims Zuwendung entgegen und machen sich gegenseitig Komplimente. Der ältere Sim versucht aktiv, den jüngeren Sim zu trösten oder aufzuheitern. Und der jüngere Sim erzählt dem älteren häufiger von seinen Sorgen und Nöten. Och, wie süß! Hä, würdest du sagen, dass Macy eine fürsorgliche Familie... Ja, ja, gerne. Och, süß. Gut, dann nimm mal Reste bitte und er ist müde. Also, wir haben keine Betten, ne? Okay, und wo ist der Vater? Können wir ein bisschen mit ihm quatschen?
So von Mann zu Mann? Wo ist er? Ah. Xing bitten zu helfen? Im Haus zu helfen? Verschwörung. Ich kann nicht, sie ist Verschwörungstheoretikerin und er ist ein Alien. Oh Gott, ich kann nicht mehr. Das ist so toll, wir können einfach nach Hilfe fragen und so. Ich komme nicht mehr klar, wie cool das ist. Fürsorglich, Mutter. Familiäre Plauderei am Telefon. Okay. Leute, ich komme nicht klar, wie cool das jetzt ist. Das macht mein Let's Play einfach ums Zehnfache besser. Weil einfach, das passt so sehr zu meinem Let's Play gerade, dass ich einfach dieses Familiending... Entschuldigung, was machen Sie hier? Hi. Okay. Oh wow, wenn man jetzt auf freundlich drauf geht, gibt es da Tratsch, tiefgründige Gedanken, Smalltalk. Also da gibt es die ganzen Sachen hier. Hobbys. Interessen. Das ist jetzt alles hier so. Bitten sich zu... Ermutigt ein Sim, sich während eines Übernachts keine Gedanken darüber zu machen, im Haus zu helfen. Zuwendung. Hat unser Butler, hat doch hier eigentlich ein Bett, oder nicht? Auch die pennen jetzt hier einfach alle. Das hat es automatisch jetzt einfach so zugeordnet. Aber ja, hoffentlich nicht. Oh nein. Okay. Also ich würde sagen, dass wir den Übernachtungsbesuch jetzt auch mal abbrechen. Ich denke, das reicht. Aber ich finde es irgendwie, das ist so süß, dass das möglich ist, dass die da einfach, die kommen da mit ihren ganzen Koffern. Und was ist jetzt mit euren Koffern? Was soll ich damit? Kann ich die jetzt verkaufen? Ich kann sie verkaufen. Das ist so süß, wie die da angewatschelt kommen mit ihren Koffern. Marcel, ich habe gesagt, ihr sollt nach Hause. Geh. Also eigentlich sollte kein Besuch mehr da sein. Aber das ist so cool. Wir können einfach so beieinander übernachten und so, Leute. Das ist toll. What the heck are you doing? Yuki, kannst du bitte... Ach Gott. Bitte aufhören. Das ist mein Baby. Liebestag war grauenhaft. Ja, die Familie ist halt vorbeigekommen, ne? So, und dann zum Schlafen legen. Kannst du ihr bitte eine gute Nachtgeschichte erzählen? Und dann schreiben, weiterschreiben. Soll sie ihr Buch fertig bekommen? Das möchte ich in dieser Folge noch fertig bekommen, den Job. Sonst schafft sie den nicht, wenn ich eine andere Familie spiele. Stop being mad. Stopity barpity. Level 5 der Schreibfähigkeit. Woo! Macy, du bist eine geile Sau. Ich liebe Schreiben. Das ist toll. Was für eine Errungenschaft. Macy hat ein komplettes Buch geschrieben. Es wird in ihrem Inventar abgelegt. Ja, ja, bla bla. Auf jeden Fall. Buch abnehmen lassen. Hier. An Kunde zur Abnahme schicken. Mach das mal. Yay. Abgenommen. Das ist genau das, was wir suchen. Mach weiter mit deinem großartigen Arbeit. Oh, wie cool. Dieses Buch trifft den Nagel auf den Kopf. Die Leute müssen nicht nur lernen, die Möglichkeiten, um sie herumzusehen, sondern auch die Probleme zu verstehen, mit denen sie aufgrund ihrer Selbstständigkeit konfrontiert werden. Für deine Arbeit gebe ich dir einen Teil des Unterschriftsbonus des Verlags. Du bist die Verkörperung meiner Philosophie zur Selbstständigkeit. Es ist fast so, als hättest du dir all meine Regeln zu Herzen genommen. Aha. Was hat das jetzt gebracht? Also, so, sie ist müde. Dann soll sie hier weiter schlafen. Okay, toll. Das ist toll. Why are you mad? Mach ein ärgerliches Häufchen. Okay, gut. Ich würde aber sagen, das war's auf jeden Fall für diese Folge. Ich habe auf jeden Fall genug aufgenommen und wir hatten eine schöne Tage mit den Aliens hier. In der nächsten Folge sind wir bei den Vampiren. Und ja, ich freue mich auch so, die ganzen Babys und so einfach alles so
kennenzulernen, wie unterschiedlich die dann auch sind und was die so erleben und alles. Ich bin mega gespannt, aber ja, dann bis zur nächsten Folge. Tudelü!